Und damit herzlichst willkommen zurück zu Scene Dog und ich freue mich so sehr, dass ich über diesen Film schon reden darf. Er hat in Cannes gewonnen, er gilt als einer der größten Oscar-Kandidaten des nächsten Jahres. Sandra Hüller, möglicherweise die erste deutschsprachige Schauspielerin, die den Oscar gewinnen könnte für die beste Hauptrolle. Wir reden über Anatomie eines Falls und wie ich den fand, verrate ich euch nach dem Trailer. I need you to be precise. Tell me everything about the day he died. Okay. I didn't realize it was so high. Yeah. I went upstairs to my bedroom. That's when I heard Daniel scream. Mama! That's it. Okay. The autopsy report is inconclusive. I think he fell. An accidental fall is going to be hard to defend. Nobody's going to believe that. You need to start seeing how others are going to perceive you. He was fragile. It might have been suicide. No. Yes. I can't stand anymore! You're the one to blame! Stop. I did not kill him. That's not the point. Your father was my soulmate. But how do you prove that? He's not breathing. He's just come. You have to tell them exactly like you remember it. That bruise on your arm might look like there is a fight. I am a man who's been cheated on. That's not true. You're violent! Yes, I am violent! I'm not a monster. You're not a victim. Not at all. I'm innocent, you know that, right? In Anatomie eines Falls geht es um Sandra, auch gespielt von Sandra Hüller. Sie ist Autorin, ihr Mann ist auch Autor. Und als sie eine Kollegin interviewt, beziehungsweise als sie von einer Kollegin interviewt wird und ihr Sohn weggeht, liegt auf einmal ihr Ehemann tot vorm Haus. Offenbar aus dem Fenster gestürzt oder offenbar vielleicht Selbstmord begangen, man weiß es nicht. Jedenfalls gibt es sehr viele Fragezeichen bei diesem Fall und Sandra wird angeklagt und wird wegen Totschlag vor Gericht gezerrt und nun gilt es rauszufinden. Hat sie ihren Mann umgebracht oder war es Selbstmord? Oder vielleicht doch irgendwie was ganz anderes? Das ist eine Geschichte in Anatomie eines Falls, der in Anatomy of a Fall eigentlich angenehmer irgendwie runterzusagen ist. Keine Ahnung, ich finde die deutsche Sprache irgendwie so ein bisschen schwierig, deswegen im Englischen klingt das besser, deswegen sage ich den jetzt weiterhin so. Und dieser Film hat in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Und das bedeutet ja eigentlich immer relativ viel. Und ich muss wirklich ehrlich was sagen. Das ist der beste Gerichtsfilm seit 12 Angry Men. Und 12 Angry Men ist aus dem Jahre 1967. Also das ist auch schon ordentlich was, denn kein einziger Gerichtsfilm seit der Zeit hat mich so sehr gepackt und so sehr über 150 Minuten gezogen wie dieser Film. Das liegt einzig und allein daran, dass der Film fast schon dokumentarisch im Gerichtssaal gedreht ist. Der ist so bärenstark gespielt, wie ich dieses Jahr keinen anderen Film gesehen habe. Sandra Hüller spielt eine Tour de Force-Performance, die zwischen allen unterschiedlichen Emotionen binnen Sekunden wechselt. Also das ist unfassbar, was diese Frau hier macht und müsste dafür den Oscar bekommen. Und selbst was sie kameratechnisch in diesem Film liefern, was sie in diesem Gerichtssaal machen, wie sie gerade auch eine Sequenz machen, in der der Sohn von ihr vorgeladen wird und die Kamera dann quasi immer hin und her springt, aber trotzdem ihn halt im Fokus haben. Und das ist wahnsinnig kreativ, was sie hier aus diesem Gerichtssaal irgendwie rausholen. Auch dieses Thema mit diesem Fall, wie der durchexorziert wird, ob er Selbstmord begangen hat, ob er es nicht war, diese ganzen kleinen Twists, die dann immer wieder irgendwie rauskommen und gerade auch das große Finale, wo man wirklich irgendwie in diesem Film noch tiefer reingezogen wird und sich wirklich nochmal fragen kann,
war sie es jetzt oder war sie es doch nicht? Und der Film lässt immer weiter Interpretationsfreiraum. Ich finde, das ist ein wahnsinniges Meisterwerk. Ich finde, dass Anatomy of a Fall für mich der beste Film des Jahres ist. Ich habe keinen Film, der in diesem Jahr rauskam, gesehen, der mich so sehr in die Mangel genommen hat, so emotional durchgerüttelt hat und trotzdem noch ein Beispiel dafür ist, was teilweise in Gerichten noch schief läuft. Egal, wie diese Situation jetzt so ausgeht, aber was man sich alles antun muss vor Gericht und wie man behandelt wird als ein Tier, als ein Monster fast schon, obwohl es noch gar kein Beweis oder noch gar keinen Gerichtsspruch gab, ob man jetzt schuldig ist oder nicht. Das ist wirklich der Film, der für mich dieses Jahr am meisten heraussticht. Kein Thriller-Drama war besser, kein Film dieses Jahr hat mir so viel gegeben und so viel zum Nachdenken gegeben in den letzten 2 Wochen wie dieser Film. Von mir kriegt Anatomy of a Fall als einer von 3 Filmen dieses Jahr 10 von 10 möglichen Punkten und ist dafür mein absolutes Highlight dieses Jahr. Habt ihr den Film schon gesehen? Dann schreibt es mir in die Kommentare, ich würde mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr nicht gesehen habt, guckt ihn euch, sobald es geht, an. Bitte. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.